Jetzt kommt wieder Play Sample mit Antworten mir mal. Ihr habt lange drauf gewartet. Also alle gesittet nach Hause gehen. Alle ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Alle stopp, 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 stopp. So, hier sind wir wieder bei Play Sample und heute ist der Tag aller Tage. Heute machen wir Antworten mir mal. Yeah! So, wir fangen jetzt an. Ich habe das auch jetzt ein bisschen vorbereitet. Jetzt habe ich auch ein bisschen größer gemacht. Erstmal 3 Daumen runter hat das Video gekriegt. Ist normal, ne? Das sollte ja nur da zu dienen. Der steht da, schreibt was da runter. Und dann ist das halt Leck mich am Arsch Video. Die meisten haben es geschnallt. Die drei, diejenigen, die den Daumen runter gegeben haben, haben es nicht geschnallt. Die dachten, was ist das denn? Was bauen die denn da? Das war doof. Egal. Okay, die anderen, die es geschnallt haben, die lese ich vor. Wir fangen an mit Maxi Zockt. Maxi Zockt. So, genau. Könntest du mal den Signal Iduna Park bauen? Stadion von Borussia Dortmund, größtes Stadion Deutschlands. Yeah! Ich meine, ist das größte Stadion Deutschlands? Ich weiß nicht. Aber ich möchte auch jetzt nicht hier sagen, dass ihr gleichzeitig wieder hier reinschreibt, ne, und Allianz Arena ist das Beste und so. Ne, das ist ja. Das. Ich sag mal gar nichts. Hat er nicht geschrieben. Er hat gesagt, Dortmund Stadion, alles klar, okay. Da muss ich ja noch sagen, warte mal. Muss ich das andere noch vorlesen, damit wir alles komplett in eins beantworten. Bennig wird er, denke ich, nicht machen, weil er das von Bayern gebaut hat. So, da muss ich sagen, Benning, ich bin kein Bayern-Fan, ne? Also Fußball ist für mich Peng. Das heißt, ich bin neutral in der Sache. Das heißt, wenn jetzt hier sagt, ich baue jetzt Allianz Arena, Dortmund Stadion, ist Peng. Also ich habe keinen Fußballverein, wo ich sage, boah, das ist der Fußballverein, den ich will, den ich liebe. Also Allianz Arena hat sich nur ergeben, weil viele Leute danach gefragt haben. Und sehr viele Leute gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, baue ich das mal. Ist mir eine kleine Herausforderung für mich gewesen. So, David Mandarella. Gut, ich sag mal David, ne? Nicht, dass ich Mandarella oder so falsch ausspreche. Er hat gesagt, dass er vielleicht das ab frühestens 2017 macht, weil er erstmal die Allianz Arena fertig bauen will. So, ja, die Allianz Arena habe ich ja schon soweit fertig außen. Ich habe ja Gott sei Dank Hotdog jetzt mit dabei. Der hilft mir ja, die Sachen zu bauen und wir brauchen jetzt nur noch die Kurve machen, dann wird er drinnen eingeschlagen. Also die Allianz Arena wird auch nächsten Monat locker fertig. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich dann Dortmund baue, weil ich muss auch die anderen Leute mal, die immer reingeschrieben haben, bauen wir eine Villa, bauen wir dies, bauen wir das und das und das muss ich auch alles machen. Ne? So, da Benning sagt, okay, der Zocker, bauen wir bitte einen Sternenzerstörer, den Todesstern, das U-Bahnhaus in Sydney, die Tower Bridge, die Golden Gate Bridge oder das London Eye. Würde mich wahnsinnig darüber freuen. So, ja, und Timo Schulte sagt, genau, London Eye, super Idee. Das habe ich mir immer noch nicht angeguckt, das London Eye, was das ist. Gucke ich mir aber noch an. Ne? Also ich muss mir alles mal so angucken und dann gucke ich mir an, was am leichtesten ist und dann baue ich mir das, was am leichtesten ist, dass ich schon mal sagen kann, hier, guck mal, habe ich gebaut, hier, ich bin der Beste. So, da der Zocker sagt Dankeschön. Andreas Transformer Fan, wie alt bist du? Wie alt bist wirklich und denkst, was von Transformer machen kannst? Wäre ja gute Herausforderung. Ja, da muss ich auch wieder das gleiche Standardspruch. Ich muss erst die anderen Sachen bauen und dann gucken wir mal weiter, ne? Und mein Alter sage ich nicht. Das will jeder wissen. Was wollt ihr immer mit meinem Alter? Ich bin älter als ihr. So, das wisst ihr jetzt. So, ich bin älter als ihr. So, Jonas Müller, nimm fürs Abbauen von Erde eine Effizienz von 5 Schaufel und geh in Überleben und bau dann Erde aus. So, das probiere ich mal aus, Jonas. Danke für den Tipp. Das mache ich mir heute mal. Probiere ich mal aus, ob das dann schneller geht mit der Schaufel. Weil das geht mir immer auf Eier da immer raus. Schaufeln dann die ganzen Sachen. So, Fabi HD, wann nimmst du endlich mit Facecamp auf? Da muss ich sagen, Fabi, ich muss gucken, ob ich das, ich habe auch keine Kinect, ob ich jetzt mir eine extra eine Kinect kaufe oder ob ich das mit einem Laptop mache und dann da die Facecam, also die Kamera da anschließe, vielleicht mit Greenscreen und so, das muss ich mir noch angucken, dass, wenn ich das so weit weiß, wo ich sage, okay, ich mache es lieber nur mit einem Kinect oder ich sage, ich mache das mit so einer Webcam, ich habe keine Webcam, weil, ich weiß nicht, wofür soll ich sonst eine Webcam haben, so, ich muss mich ja, ja, weiß ich auch nicht, wofür eine Webcam. Auf jeden Fall muss ich mir dann entweder eine Webcam kaufen oder eine Kinect. Das muss ich mir noch gucken am besten. Da muss ich mir YouTube angucken, was. Muss ich gucken, was ich am besten mache. So, Let's Gabriel Player, schreibt was darunter. So, das ist jetzt so ein Link, aber da kann ich jetzt nicht draufklicken. Weil sonst
der Explorer bei Xbox manchmal sich aufhängt. Den gucke ich mir nachher mal an. So, da hat Jan Niklas Jacobi. Guck mal in den Kanalinfo nach, da hast du die Antwort auf einer deiner Fragen. Jetzt weiß ich nicht, wen du meintest, ob du ihn fragen willst oder so. Aber da meint er bestimmt die Antwort, seit wann ich den YouTube mache, ne? So, Timo Schulte, gib mir mal deine Nummer und wie alt bist du? Meine Nummer bekommst du nicht und mein Alter sage ich nicht. So, Patsch! Aber meine Nummer, was wollt ihr mal mit meiner Nummer? Ihr denkt bestimmt, ich habe die Handynummer, dann hat er bestimmt WhatsApp. Aber dann werdet ihr mich nicht erreichen, weil ich kein WhatsApp habe, ich habe kein Instagram, ich habe kein Facebook, ich habe nichts dermaßen, dass man mich überhaupt, außer bei YouTube, mich irgendwie erkennt und sieht. Ja, so sieht das aus. Ich bin oldschool, Mensch. So, und dann sagt Benning, ja warte, er gibt dir gleich die Nummer, ja. Und dann Multifabang hat er, das habe ich mir schon durchgelesen, habt ihr euch gestritten, ne? Also das gibt's ja hier nicht, ne? Da habe ich erst gedacht, dass ich hier Timo, weil hier Multifabang ist ein langer Abonnent von mir, bei dem bin ich auch bei Twitch ab und zu, gucke ich bei denen nach, bei Multi. Und da wollte ich erst Timo die hier Dings machen. Aber da hast du ja wieder dich entschuldigt und dann hat er Multi von Bang ja auch, habt ihr euch wieder vertragen, ist okay, alles easy, ne? Also hier auf dem Kanal wird nicht gegenseitig beleidigt, ne? Ich bin nicht einer dieser Gangster-Rapper, obwohl ich habe Tupac und so bin ich groß geworden, so. Die Generation bin ich schon, aber nicht die so, ich bin der Beste und so. Obwohl bei Minecraft bin ich der Beste, ne? So, okay. Haben wir das abgehakt, ne? Also sowas hier nicht, so Labarababa gibt's hier nicht, ne? Und nicht mit den, der mit dem Rasierapparat rappt, ne? So, Jonas Knot, also Timo, der schreibt doch in jeden Popel rein, ne? Kann das sein? So, ja, Yannick, du könntest mal einen Flughafen bauen. Dann kommt die Antwort, warte, dann muss ich mal vier Antworten wieder. Gute Idee, und dann Mirko West, ein Flughafen wäre echt geil. Und Timo, habe ich schon länger eingebaut. Mirko West, ich habe schon längst eingebaut. Juckt wen? Das habe ich jetzt nicht geschnallt, aber egal. Ich muss jetzt weitergehen, damit wir euch alle mal lesen können. Das habe ich jetzt nicht geschnallt. Musti? Juckt wen? Weiß ich jetzt nicht. Weiß der ist. Okay. E. Robin. Kannst du mal bitte ein riesen Einkaufszentrum bauen, wo mehrere Läden drin sind? Zum Beispiel Nike, Adidas, Apple, Bäcker, Saturn und so weiter. Ein Einkaufszentrum mache ich im Bikini Bottom. Die Mall. Gilt die auch als Einkaufszentrum? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ne? Ein separaten Einkaufszentrum, aber wir bauen ja alles mal nach. So, jetzt haben wir den Zockerfreak 3000. Kannst du irgendwann mal den Fernsehturm aus Berlin nachbauen? Das ist auch immer so eine Sache, den Fernsehturm, ne? Das ist, ja, den Fernsehturm. Ich habe ja den von Kanada gebaut, den Fernsehturm. Das ist fast das Gleiche. Das ist nur, vielleicht nur unten, oben ist das gleich, kann man sagen, kann man das als Muster nehmen und unten ist einfach nur das Dings anders. Wie heißt das? Die Stange. Das, der Betonpfeiler. Ansonsten ist das fast das gleiche. Der CN Tower und Berlin Tower sehen fast gleich aus. So, Dom TV, kannst du mal ein paar COD-Maps bauen? Das ist nämlich die Idee, die ich mal mit Hotdog hatte, wo ich gedacht habe, ey, ich will mal so eine PvP-Map machen, ne? Ich kenne die noch MW2, da gibt es ja diese Map Rush. Also einfach eine richtige Map, also so abgrenzen und dann einfach nur nicht mit Schwertern und so, einfach nur mit Flitzebogen. Also gut, man hat keine Waffen bei Minecraft, aber dann einfach nur mit Flitzebogen. Aber eine richtige Map bauen, wo man die Leute durch die Häuser gehen kann und am Auto und hochklettern können und so und dann mit Flitzebogen sich gegenseitig abschießen können. Und dann habe ich gedacht, oh cool, baue ich mal. Und dann habe ich mir geguckt, hat das schon mal jemand gebaut, hat jeder Hans und Franz schon gebaut bei Minecraft, die Map Rush und so, zwar nicht so gut, wie ich diese bauen würde, ne? Also 1:1 würde ich sie bauen, aber dann dachte ich mir, okay, geht so. Und dann auf einmal habe ich Klick gemacht und dann hat es gestern auf einmal Klick gemacht, kam so eine Lampe auf meinen Kopf, so bing, ne? Und dann habe ich gedacht, wieso, kennt ihr alle Red Dead Redemption, kennt jeder eigentlich noch, ne? Kennt ihr eigentlich die Stadt wo mit den Saloon da drinnen und so? Wenn ich die komplette Stadt, so die Stadt, mit den Saloon und mit den, wo der Zug da ist und so, ne? Diejenigen, die das kennen. Diese kleine Stadt nachbaue, umzäune, also ist ja, die Stadt ist ja schon einigermaßen, umzäune
Und dann müsst ihr mit einem Flitzebogen euch gegenseitig abknallen. Ihr könnt in die Häuser gehen und euch gegenseitig abknallen. Ich meine, das wäre ein Highlight, wo man dann sagen kann, boah, das ist eine Map, Red Dead Redemption's Minecraft Map. Das baue ich dann irgendwann mal. Darauf habe ich richtig Bock. Da hat Hotdog auch Bock drauf gehabt. Und dann das zu bauen, die Map von Red Dead Redemption's, wo der Zug ist und so. Und die Stadt zu bauen. Und dann in der Stadt kann man, da gibt es ja genug Häuser und so, da kann man sich verstecken, auf dem Haus draufklettern und sowas. Da sich gegenseitig nur mit dem Flitzebogen abzuschießen. Das wäre geil. Das wäre hammermäßig. Das macht dann bestimmt richtig Spaß. So, hast du Bikini Botten und Allianz-Arena und die anderen Sachen alles in einer Welt? Ja, habe ich, Timo. Alles ist auf einer Welt bei mir. Es gibt keine Welt, die ich dann hin und her switche. Ich mache alles auf einer Welt. Meine Welt ist riesig. Das heißt, ich habe vorher, war das ja alles eingequetscht, weil es 360 war. Darum ist das Kolosseum und jetzt und das Hotel so nebeneinander geklatscht. Wo man denkt, was ist das denn? Warum hat das denn so nebeneinander geküsst? Ich habe erst Kolosseum gebaut, dann habe ich das Hotel gebaut. Aber dann habe ich hinten einfach angefangen. Ich habe schon viel Platz genommen und dann kam ich immer weiter nach vorne und dachte, ach du Scheiße. Und dann machen die miteinander schon Sex, ne? Also da kann ich nichts ändern. Das war die 360 noch. Darum habe ich auch die Titanic genau neben dem Hotel gemacht, weil genau Titanic, und wenn man noch zwei, drei Blöcke weitergeht, dann war bei der 360 Arsch ab. Darum habe ich die Titanic sofort daneben geküsst. Somit steht die Titanic auch genau neben dem Hotel, weil da waren nur drei Blöcke und dann war die Map zu Ende schon. Aber da war echt begrenzt, ohne Scheiß. Darum sieht das ein bisschen, die alten Dinger so aneinander geküsst aus. Und jetzt baue ich immer weiter breiter auseinander, weil jetzt habe ich ja so viel Platz, ne? So, It's Mark TV, kannst du mal eine große Villa bauen? Ja, die kann ich bauen. Die habe ich gestern bei jemandem gebaut, wo er gesagt hat, willst du ein Haus bei mir bauen? Habe ich gemacht, tschak. Und dann habe ich erst gebaut, haben die gesagt, ja, yeah, cool und so. Und dann auf einmal, boah, was ist das denn? Boah, wer bist du? Bist du Superman? Nein, ich bin PlaySample. Uff. So, okay. Nico Müller, warum machst du wie andere Let's Player keinen Livestream? Warum machst du wie andere Let's Player keinen Livestream? Wie meinst du das denn jetzt? Das macht er auf Twitch. Aha, hast du mich auf Twitch schon gesehen? Ne, auf Twitch mache ich ab und zu mal, wenn ich mal Bock habe. Also nichts Besonderes so, yeah und so. Ich meine, wer guckt sich das denn auch an, ne? Hä? Wer guckt sich das an? Auf Twitch heiße ich PlaySample. So, jetzt habt ihr den Namen. PlaySample! Ohne 1. Und ich habe 22 Follower. Ab und zu mache ich das mal. Das ist jetzt nichts. Weil bei der Xbox ist das so, da hat man immer Zeitverzögerung. Immer eine Zeitverzögerung. Ich weiß nicht was. Die kommen nicht klar. Und dann, wenn das ist, dann möchte ich in 1 durchflüssig durchläuft. Also jetzt ist noch. Ich habe auch nicht, wenn einer einen Follower gibt, dann erscheint das nicht. Ah, neuer Follower. Also da muss ich mit Twitch muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Und dann sage ich dir, Nico Müller, sage ich sofort Bescheid. Dann kannst du jeden Tag rennen. Naja, jeden Tag nicht, aber am Wochenende so, ey, was geht ab und so. So, okay. Jürgen Stegemeier, kannst du das YouTube-Haus oder eine Schule bauen? Das ist meine Frage, das habe ich letztens gelesen. Das YouTube-Haus, ist das irgendwas Besonderes? Hä? Das ist doch einfach ein normales Haus oder ist das irgendwas Extravagantes? Steht da ganz groß YouTube oben drüber? Ich weiß es nicht. So, Marina, Jack, kannst du mal Jurassic Park oder einen Sternenzerstörer bauen? Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Aber was habt ihr mit den Sternzerstörern? Ist das so ein geiles Ding oder was? Das war einfach nur so ein rundes Ding. Julian, Gamer HD, wann wird Abo-Special kommen? Bald. Ich bin dabei. Ich habe noch ein paar Sachen. Ich muss mir noch eine bessere Kamera kaufen. Ich will mir auch mich auf. Ihr wolltet mich auch sehen, ne? Wo ihr denkt, was ist das für ein Typ, ne? Dann muss ich auch noch ein paar Sachen machen, weil ich habe ein paar Ideen. Also ich möchte was Besonderes machen. Also ich möchte nicht einfach nur so 10 Minuten oder 5 Minuten Video machen, wo ich sage, Dankeschön für 10.000 Abonnenten, ihr seid die Besten, wenn ich daran gedacht habe, wie das damals war und jetzt wie ich heute. Dankeschön, Dankeschön, Küsschen hier, Küsschen da, tschüss, verpisst euch. Das ist auch uninteressant für euch. Da möchte ich mal was Besonderes für euch machen. So, Lisa Salzmann, kommt auch noch die Mülldeponie mit dem Wachwurm? Ja, genau. Die wollte ich nämlich bauen, die Deponie, wo Mr. Crab, die Folge habe ich letztens noch gesehen, wo er sein Geld in der Matratze versteckt hat und dann SpongeBob und so eine neue Matratze gekauft haben und haben seine Matratze mit der Kohle da auf der Mülldeponie hingeschmissen. Die wollte ich auch bauen, die mache ich demnächst auch noch, ja. Ich mache alles eigentlich beim Bikini-Botten, alle Häuser, die man sieht, auch wenn man die in manchen Folgen nur einmal kurz sieht, so pitch. Da ist ein Haus, ansonsten sieht man es nie wieder, aber das knall ich alles drauf. Das soll komplett Bikini Botten werden. Darum gibt es auch diese Bakery,
was man auch nur in einer Folge sieht, dann die Mülldeponie auf einer Folge sieht, aber wir ballern alles hin. Das wird richtig komplett Bikini Bottom. So, Knallfrosch. Hey, Knallfrosch. Kannst du mal das Niederwalddenkmal bauen? Boah, da muss ich mal selber gucken, was das ist. Niederwalddenkmal, das kenne ich gar nicht. Marius Ibbeling, bau doch mal Schloss Versailles. Versailles, ist das nicht Frankreich oder was? Schloss Versailles, so. So, jetzt haben wir Mike Priest, Play Sample. Ich auch die Titanic. Wenn das Wiesen willst, guck einfach auf meinen. Das war jetzt nicht komplett. Ich guck bitte auf meinen Kanal, aber da habe ich schon reingeguckt, aber die Aufnahme ist nicht so prickelnd, dass ich überhaupt irgendwas erkenne, Mike. Aber trotzdem, danke für deine Hilfe. So, Mr. Gabba 112. Ja, gut, okay. Kannst du mal bitte. So, jetzt haben wir das PSPRN 03. Kannst du mal bitte die chinesische Mauer bauen? Haha, sehr witzig. Das ist auch echt schwer, die chinesische Mauer. Das brauche ich einfach nur hin und her. So, und dann habe ich die chinesische Mauer. Timo, der so gerne bei mir reinschreibt, ne? Hast du Bikini Bottom, Allianz Arena und die anderen Sachen alles? Habe ich das nicht schon mal gelesen oder was? Habe ich schon Alzheimer oder was? Ich habe ein Déjà-vu. Gamer One, kannst du mal die Enterprise nachbauen? Ja, alles nach der Zeit. Die werde ich auch mal irgendwann mal bauen. Die CSI Enterprise oder wie das so heißt, ne? Der Lollinator. Kannst du mal Minecraft ertrinken? Und das in ein extra Video, was du auch hochlädst? Bitte? Das kapiere ich jetzt nicht. Das ist zu hoch für mich. Kannst du mal Minecraft ertrinken? Und das in ein extra Video? Und das du dann hochlädst? Ja, klar. Ich kann auch mit meiner Figur in der Ecke stehen und pullern. Oder auf dem Klo gehen und da ein Ei reinsetzen. Das ist jetzt, was ich jetzt so nicht verstehe, ne? Okay, Walbro, moin. Kurz zu mir. Ich bin ein Kölsch-Jung, nicht mehr der Jüngste mit 53. Aber ich spiele und zocke gerne. Für meine PS3 habe ich mir Minecraft. Warte. Geholt. Welches von PC her kenne. Also ein echter Kölscher Junge, Kölsch, hatte ich mir überlegt, Köln nachzubauen, was für mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens beschäftigt wird. Daher, was ich mir auf der Suche nach Anregungen, Ideen, dies umzusetzen. Da bin ich unverweigerlich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Respekt, ich kann nur sagen, was du alles gebaut hast. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn du nach Aufnahme von innen für den Kölner Wenn du noch Aufnahmen von innen für den Kölner Dom benötigst, kann ich dir welche ganz frisch gegossen mit Grundrissnummerierung, welche Stelle das Bild zeigt, also Links zu Downloaden zur freien Verfügung überlassen. Sag mir nur kurz Bescheid, ob du daran interessiert bist, dann schicke ich dir den Link. Einen schönen Gruß aus Colonia. Walbro, eigentlich Wolli, der war aber schon vergeben. Ja, das ist Walbro, das kannst du gerne machen. Das ist, ich meine, wenn du einen Link dafür hast, also ich meine, das, warum nicht? Ich bin da, ich so und so muss ich ja immer suchen. Ich suche ja selber dann immer bei Google Bild, wo gebe ich immer einen Kölner Dom in eine Richtung, aber dann zeigen die nur kurz von vorne, von hinten. Am besten wäre für mich, ey, ich müsste am besten zu den Gebäuden dahin fahren und selber Fotos machen. Ansonsten, also das kannst du gerne machen, ne? Colonia. Ne, ach so, das sagen die ja. Ey, Colonia? Was ist Colonia? In Köln, ne? Ja, ich bin nicht so ein Kölner. Ja? Ich bin Bielefelder. Kennt ihr Bielefeld? Aber ich kenne nicht Fußball, ne? Aber Bielefeld. So, Kölle. Ja, das kannst du gerne machen. Dankeschön, Walbro. Das ist nett. Aber jetzt habe ich gesehen, da kann ich jetzt hier so da anklicken. Da hatte doch einer was geschrieben. Nur das habe ich gar nicht drauf geklickt, ne? Nicht, dass er sagte, toll. Wo war der denn? Warte mal. Da, genau, weitere Informationen. Da hat er was geschrieben. Und deshalb wollte ich ja. Wie alt seid ihr alle? Wie groß seid ihr alle? Ach, jetzt kommen. Wie lange macht ihr YouTube? Genau, das hat er geschrieben, der letzte Gabriel. Wie groß seid ihr alle? Ich bin 1,71 Meter, so. Wie die anderen, wie groß die anderen sind, die haben sich. Also mussten nichts ausfüllen. Kein Bogen, wo sie sagen, ja, ich bin so und so alt. Gewicht so und so. So, jetzt haben wir mal Magesche M. Play Sample, was ist dein Lieblings-Nintendo-Spiel, was für
Was würde mir, das würde mich interessieren. Also mein Lieblings-Nintendo-Spiel, jetzt ohne Scheiß, bei Nintendo 64, kennt ihr Turok? Das war mein absolutes Lieblingsspiel, Turok. Aber wo das auf der Xbox kam, da dachte ich, boah, Hammer, Turok auf Xbox. Aber das hat nicht das, war nicht so das, was auf Nintendo 64 war. Aber das war mein Lieblingsspiel, Turok. Wenn das jetzt jemand noch kennt, das war so geil, das Spiel. Ich habe das, boah, das war mit den Dinosauriern und so, das war für mich ein Highlight. Ralf Heckmann, was für ein Auto fährst du und was ist dein Lieblingsessen? Also ich fahre ein Kia Rio. Ne, Kia Rio oder was ist das? Ja genau, Kia Rio. Getönte Scheiben, Alufelgen. Und ein Lieblingsessen. Ja, was ist mein Lieblingsessen? Pommes. Was ist mein Lieblingsessen? Hamburger Pommes. Natürlich denke ich jetzt bestimmt, ich voll die fette Sau bin ich jetzt, ne? So, okay. Beatsman, hallo PlaySample, endlich komm wieder, antworte mir mal. Habe zwei Bauvorschläge für dich. Tropical Island, USS Enterprise. Achso, USSS heißt es. Enterprise, jetzt kommt's. Mach weiter so. Dankeschön, Beatsman. So, jetzt haben wir Jan, Niklas, Jacobi. Bau mal die Tower Bridge, wäre echt geil. Der Nico wieder. PlaySample, komm mal an der Fassade der... Kommt an der Fassade der Allianz Arena noch LED hin, damit sie auch rot leuchtet? Hahaha, das kriegt man in Minecraft leider nicht hin. Ich kann nur machen, dass es leuchtet. Aber nicht, dass es rot leuchtet. Es leuchtet auch nicht rot, wenn ich dann rotes Glas mache. Irgendwas, was rotmäßig ist. Es leuchtet nicht rot. Man kriegt es nur, ich kann nur machen, dass es dunkel ist. Und wenn man da drauf drückt, dann tschack, erscheint die ganze in Licht. Das kann ich machen, aber nicht in rot. Das kriege ich nicht hin. Das ist unmöglich. Wenn ich das hinkriege, dann würde Mayong sagen, ey, kommen Sie, bitte arbeiten Sie bei mir. Wie haben Sie das hingekriegt, dass die Dinger jetzt auf einmal rot leuchten? Dann sage ich, ich bin der Beste. So, Turner Oliver, kannst du mal die Therme Erding nachbauen? Das weiß ich nicht wieder, was das ist, aber ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir alles immer an. Wenn ihr was reinschreibt, was ich nicht weiß, das gucke ich mir alles an. Ne? Torben Kroll, kannst du mal etwas von der Elder Scroll 5 Skyrim bauen? Gibt es das nicht schon als Map? Skyrim? Könnte ich doch einfach die Map aufmachen und sagen, hier, siehst du, habe ich gebaut. Skyrim. Ja? Ich hab's drauf. So, Gamer Freak. Bau mal Los Santos nach, wenn du Bock hast. Ja, mit Sicherheit. Weißt du, wie groß Los Santos ist? Da sitze ich die ganze Zeit da drauf. Dann die Leute, die jetzt andere Projekte haben wollen, so Tower Bridge und sowas, die müssen ja 100 Jahre warten, weil ich Los Santos baue. Komplett GTA 5 baue ich nach. Keks HD und bau mal bitte das World Trade Center, bitte. Was habt ihr mal mit diesem World Trade Center? Das sind einfach zwei Hochhäuser, ne? Ich weiß gar nicht, warum ihr so heiß auf die World Trade Center seid. So, der Zeichen Channel Firestrike. Mach mal eine Lava-Festung. Was ganz ausgefallen ist, eine Lava-Festung. Jens Sauer, wie wäre es mal mit Hogwarts bauen? Das ist auch so ein Ding, ne? Benning TV, wirst du auch mal Bed Wars, Sky Wars, Survival Games oder andere Modis spielen, falls du weißt, was das ist? Ja, ich weiß, was es ist. Ne, was ist das? Was? Ne, natürlich weiß ich, was das ist. Aber, ja, Bed Wars, das ist doch nicht, das haut mich nicht so um. Wo ich kaufe das Bett den anderen weg und. Also, da Survival ist auch nicht so mein Ding. Wie ich schon sagte, wir machen eine Map. Red Dead Redemption, das ist so, ich muss ja was haben, was andere nicht gemacht haben. Red Dead Redemption Map und dann patsch und dann könnt ihr da reingehen und dann könnt ihr euch gegenseitig abknallen am Saloon und so. Wie ich schon sagte, das wird Hammer. Hammer! Samuel, ich sag einfach den Fazio, ich sag mal Samuel einfach. Kannst du mal den Marienplatz nachbauen, bitte? So, da muss ich auch mal gucken, was das ist. Was ist der Marienplatz? So, Florian Plunert, seit wann machst du Minecraft? Da musst du in die Beschreibung einfach reinklicken, da. Kanalinfo. Ich weiß nicht mehr, 2012 schon, ne? Ach, Minecraft. Ach so, Minecraft mache ich schon noch nicht so lange. 2 Jahre, ne? Das ist ja Trishula 22. Oh. Hat mir das ja mal geshared auf die 360. Ich wollte es ja nie spielen. Dann hat er gesagt, komm, hier, kriegst du umsonst. Da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich ein bisschen rumgefummelt, da habe ich immer mehr Spaß gefunden und dachte, batsch, baue ich ja das Gebäude auf einmal und so. Aber seit wann, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so? Muss ich gucken. Weiß ich jetzt selber auch nicht auf dem Kopf. Und Hotdog sollte mal öfters in deinen Videos dabei sein. Und guckst du SpongeBob eigentlich nach noch ein? Was machst du als nächstes? Ja, SpongeBob gucke ich noch.
Obwohl, wenn ihr wüsstet, welches Alter ich bin, würdet ihr sagen, bist du bescheuert? Aber ich stehe dazu. Ich gucke abends, wenn ich nach ich kann nicht anders einschlafen. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich gucke SpongeBob. Mache ich mein Handy so an die Seite, gucke ich SpongeBob-Folgen. Ich gucke immer Nickelodeon. Da sind immer die, sind immer vier komplette Folgen. Jeden Donnerstag kommen da neue Folgen. 8 Stück oder so. Und dann gucke ich mir die immer an. Und dann sehe ich dann immer ein Gebäude und sage, boah, guck mal, das ist ein Gebäude. So, und dann gucke ich dann nach Google, wie das Gebäude heißt, so wie zum Beispiel Bakery. Und dann zack, da ist es, alles klar, das fehlt, reicht mir. Und dann geht's weiter, ne? Also da, in den Folgen sehe ich ja auch, welche Gebäude es gibt. So. Könntest du FIFA spielen? Ah, Timo, das werde ich nie tun. FIFA ist Autorennen, FIFA, also alles, was mit Sport ist. Spiele sind nicht so mein Ding. Ne? Ich spiele so höchstens so, ja, halt andere Spiele. So, Kevin, könntest du mal... Kevin Riedel, ne? So, könntest du mal eine Tour durch deine Stadt machen und dass sie... Warte mal, ich habe jetzt ein... kann ich jetzt richtig lesen? So, kannst du mal eine Tour durch deine Stadt machen, um dass sie die neuen mal sehen können? Das wäre echt cool. Ja, das könnte ich mal machen. So, Pascal Ketz, hallo. Hi. Du machst immer geile Fotos, Pascal, an Dings, ne? Kann das sein? Am Spiegel. Immer so Fotos an Spiegel, aber sieht man da nicht, wenn das Handy da ist, dann sieht man doch nur noch die Augen. So, Dominik, bau mal ein weißes Haus. Das weiße Haus hat er schon gebaut. Ja, yeah, genau. Könntest du mal die Berliner Synagoge bauen? Machen? Muss ich gucken, was das ist, Andreas. Synagoge, die Berliner. Tricky Tiger, wie geht es dir, mein Sohn? Warum mein Sohn? Was ist mit dir denn los? Hä? Warum sagst du mein Sohn? Was ist mit dir denn los? Hä? Du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin. Du könntest mein Sohn sein, Tricky Tiger. Hä? So, King 93. Hi, wäre echt super, wenn du mal eine Eissporthalle bauen könntest. Ja, das wollte ich auch mal. Also nach und nach baue ich schon alles durch. Aber ihr könnt immer Ideen reinschreiben und ich schreibe mir das auch immer auf. So. Mr. Holly, spielst du eigentlich auf der PS3? Nein, ich spiele auf der Xbox One. So, Striker LP. Bau Hogwarts mit Inneneinrichtung ist zwar ein Riesenprojekt, aber das sieht am Ende so geil aus. Ja, super. Und dauert 100 Jahre. Mirko Wess, finde deine Projekte sind der Hammer. Wie wäre es mal, wenn du das Völkerschlachtdenkmal auf Sachsen-Leipzig nachbauen würdest? Würde mich sehr freuen. Boah, ihr kommt immer auf Sachen, ne? Völkerschlacht, Fake-Denkmal... Holt das immer leer. Lukas 360, yay. Wann kommt wieder Kölner Dom? Ja, wir sind noch dabei. Also wir sind, wie ich schon sagte, Hotdog ist dabei und dann läuft das jetzt auch immer die Woche, jetzt knallen wir mal Titanic da durch und so. Das wird schon was. Lebotastisch TV Musik. Lebotastisch TV. Ich sage mal TV-Musik, so fertig, ich kann es nicht aussprechen. Oder die Golden Gate Prison Tower Bridge, okay. Nico Schlemmsock, könntest du mal die Felddienst-Arena bauen? Ja, das ist die von, wo kommt der Schalke, ne? Alexander Leigert, ich würde gern mal helfen bei sowas. Ja, aber Alexander, weißt du, wie viele Leute mir helfen wollen? Dann würde ich online kommen und dann sofort bombardiert werde ich dann. Von Party-Anladung, Minecraft-Anladung, check, hatte ich schon mal gehabt. Da kommst du schwindelig. Da kannst du nicht mal richtig aufnehmen. Dann kriegst du nur eine Einladung nach der anderen. Komm mal, ich will dir was zeigen. Komm mal kurz, ich will dir was zeigen. Komm mal, jetzt darf ich dir helfen. Kann ich dir was zeigen? Das ist kacke. Stanley, nimm dir ein Beispiel am Bär. Aber nimm dir kein Beispiel am Bär. Ja, okay, mache ich nicht. Wer ist denn Bär? Kann man selber sagen, was das ist? Was machst du mit Facecam? Oh, das habe ich ja gerade erzählt, Lorik. So, Nico wieder. Was spielst du privat außer die YouTube-Spiele? Also ich bin leidenschaftlicher Borderlands-Spieler. Das ist und dann spiele ich Dead Island, Daylight, meine ich. Spiele ich Daylight und Daylight. Und ja, sonst Borderlands. Division habe ich angespielt, aber das lade ich nicht hoch. Ansonsten sonst bin ich ein Borderlands Red Dead Redemption, aber da zur Zeit kommt gar nichts auf Xbox. Sehr Hühnerkacke, was auf der Xbox kommt. Justin, kannst du mal bitte die Kaiserstadt von dem Spiel Oblivion bauen? Aha. Samuel, Fazio,
Oder bauen wir Apple nach. Ne? Apple nachbauen. So, jetzt haben wir Jonas Metzger. Wie wäre es mal mit Nuketown von Black Ops? Nein, die Black Ops habe ich nicht, aber... Mal, ich hab schon gesagt, ich mache eine Map. Die heißt Red Dead Redemption. Toms Films, kannst du mal ein Highschool bauen und kannst du mal dein Kino zeigen? Konnte den nicht ganz nachbauen, bitte. Konnte den nicht ganz nachbauen. Wieso das denn nicht? Kannst du mal dein Kino zeigen, okay? Kannst du mal deinen Kanal vorstellen? Was denkst du, wann PlayStation, Xbox miteinander... Kannst du meinen Kanal vorstellen? Ach so. Da ist er da. Multi von Bang. Da siehst du dich auch schon. Nee, da ist er so. Patsch. Braucht ihr nur draufklicken und dann seht ihr? Warte. Wie ich schon sagte, ich habe ja bei Multi von Bang ja schon nachgeguckt. Der baut ja auch fleißig wie ein Bienchen. Weitere Informationen. Ach so. Zocken und du auch auf PC. Ach, zockst du auch auf PC? Nein, PC mache ich gar nicht. Ich bin nicht so ein PC-Zocker. Was denkst du, wann PlayStation und Xbox miteinander spielen können? Ja, das haben die ja mal gesagt, aber ich glaube nicht, dass die das machen. Glaube ich nicht. Ja? So, das ist ein Kanal. Wer draufklickt, dann seid ihr auf Multifarm. Bang! Kanal. Achso, das switcht ja mal runter. Okay, da ist ein Kanal. Einmal draufklicken. Das ist der Kanal. Also, na, wie wird das irgendwann mal machen? So, schreibt mal was drunter. SPRN03. So. Wie kommst du auf so geile Ideen? Warum kannst du es 1:1 nachbauen? Weil ich mir die Fotos angucke. Das ist ja. Ja, weil ich mir Fotos angucke, ne? Das ist jetzt. So wie malen, ne? So. Nico, Signal in Duna Park wäre cool. Okay. Miss Gabba 112. Kannst du die Lusitania bauen? Was ist das denn? Kenne ich nicht. So, C und HD, kannst du mal die WCT-Türme bauen? Was habt ihr? Was ist WCT-Türme? Das ist der World Trade Center, ne? Was habt ihr mit dem World Trade Center? So, Gamer One, nice. Trigger Tiger, mich gibt's auch noch. Ja, das haben wir ja gerade gelesen. Das TV Musik. Oder Petronas Tower? Petronas Tower kenne ich nicht. Type 101 One. World Trade Center, Shanghai Tower, Open World. 1000 Sachen stehen. Alter, das ist amerikanisch gemischt. Mega Clock Tower, Petronas Tower, Main Tower, Sky Tree, Tokyo Tower, Kingdom Tower, Berliner Fernsehen, The Shard in London. Was ist das denn? Ja, gut, alles klar, das habe ich jetzt durchgelesen. Nico Müller, übrigens, aber ich auch ist auch ein bisschen spät. Ganz oben bei der Allianz Arena sind so kleine Sitze und nicht eine Wand, wo es nicht so eine Wand, so wie es bei dir ist. Der kleine Sitze da über die Dings, ne? Lobby, da, wie heißt das? Ja, ich gehe jetzt noch mal durch. Also innen drin sind wir noch fertig. So, Alexandra, ich würde gerne mal helfen. Achso, das haben wir auch mal schon durchgelesen, ne? WWE Mapper, Bauer, alte Försterei. Boah. Försterei. Das kann ich mir auch nicht drunter vorstellen. TV Musik oder Cise Tower. So, Moch TV. Bau mal ein Freibad für die kleine Lücke oder eine Bushaltestelle. Florian, cool. Gamer Ham, Manu. Hallo PlaySample 1, Hast du vor, noch lange deine Videos auf YouTube zu stellen? Nein, ich werde bald umkippen und dann mache ich es nicht mehr. Und könntest du mal das World Trade Center bauen? Machst echt tolle Videos und mach weiter so. Ja, was denn jetzt? Erst machst du noch weiter Videos? So nach dem Motto, kannst du nicht mal langsam dich verpissen und dann mache ich tolle Videos. So, Dankeschön, Gamer. So, Sarius, Clash of Clans. Kannst du mal bitte Los Angeles bauen? Bitte, yo, ganz Los Angeles. Also, ob er ganz Los Angeles bauen würde, wäre viel zu viel Arbeit. Wenn er das Ganze bauen würde, dann wäre es bestimmt 800 Folgen. Ja, das stimmt, ne? Und dann Sarius, das stimmt. So, It's Beat. Boah, wer heute wieder antwortet mir? Ihr habt alles reingeschrieben, ne? Meine Fresse. It's Beat. Noch habe ich einen Tipp für dich. Und wenn du Gras wegmachen willst, nimm Diamantenschaufel, Effizienz 5 und geh in der Survival, dann kannst du richtig schnell abbauen.
Habt ihr das nicht auch gerade schon gehabt? Danke für den Tipp, It's Beat. So, Spirun N08, cool, der dritte. Okay, dann sind wir gleich am Ende, wenn die erste, zweite, dritte schon sagen. So, was arbeitest du? Dann sagt Timo, guck dir 3000 Special an. Ja gut, das ist, wo ich zeige, ich bin gelernter Stuckateur. So, Kevin Lindner, könntest du mal den Twin Tower mit dem Flughafen bauen? Fehlt nur noch in meiner Stadt und ich habe keine Ideen. Ich baue nämlich New York. Aha. Tobias Stadtholfer, kannst du mal den Deutschen Reichstag bauen? Let's Play Girl, kann ich mal mit dir auf der Xbox One Minecraft spielen? Mindplay, kannst du mal das 5-Sterne-Hotel mit Redstone-Schaltung und mit Pisten und so weiter bauen? Luis Zimmer, bau mal die Tower Bridge oder das Burj Khalifa. Kevin Lindner, bau mal den Twin Tower mit dem Flugzeug an der Seite drin, die fehlen noch bei mir in New York. So, jetzt haben wir Mr. Schlaumeier, kannst du mal einen Zirkus bauen? So, Modisch TV sagt, bau mal eine kleine Stadt, damit meine ich nicht Bikini Bottom. So, Niki, kann ich mal mit dir bauen? Beziehungsweise dir helfen. Ja. Kevin Krall, kannst du die Bismarck bauen? Boah, ihr kommt auch mal auf Ideen, ne? Austria Let's Play. Ey, hast du den Empire State Building von mir gebaut? Also, könntest du vielleicht mal das Santiago Bernabéu bauen? Real Madrid, okay. Dafür brauche ich erst dein Gamer. Gamer. Achso, dafür brauche ich ja. Das schreibe ich auch bestimmt jetzt hier rein. Tobias Land Sand Stadthofer. Stadthofer. Ich sage mal Tobias. Oder die Pariser Oper. Pariser Oper. Achso. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Dynamo Basti schreibt, kannst du mal den DDV-Stadion bauen? Dynamo Dresden. Und Sarius Clan. Oder was? Wie? Sarius Clack. Clan? Clans. Bau mal bitte eine Yacht. So, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir 37 Minuten Antwort, die mir mal gemacht. Jetzt habt ihr euch alle mal durch mal gekaut. Ey, das war gerade doch ziemlich lang, ey, ne? Wer guckt sich jetzt 37 Minuten das an? Das muss man einer mal sagen. Aber ich kann es ja auch in zwei Videos schneiden. Aber, ja. Ich weiß es ja nicht. Ihr seid ja öfters mal, manche sind ja öfters drin vertreten. Also das ist ja, wenn ihr so viel reinschreibt, dann muss ich, glaube ich, mal Antwort, die mir mal. Einen Tag davor mache ich wieder so ein Video, schreibe mal was herunter und dann mache ich zwei Tage später, lese ich das vor oder einen Tag später, weil sonst wird das ja immer mehr, ey. Schreibt, wenn ich jetzt noch gewartet hätte, dann wären da jetzt so viele Sachen, dann hätte ich über zwei Stunden hier euch vorlesen können. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen und nur, dass wir erstmal wieder reinkommen mit Antwort, die mir mal, und dann habt ihr jetzt ein langes Antwort, die mir mal, und ja, dann sehen wir uns wieder bei alter Frische, und dann, wenn das wieder ein Video kommt, wo drin steht, schreibt was darunter, dann werde ich am nächsten Tag, könnt ihr am einen Tag davor reinschreiben, und am nächsten Tag werde ich, glaube ich, dann antworten, wie man mal machen, weil sonst wird das auch wieder zu viel, ey. Boah. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß und mal gucken, ob ich es in einer Folge mache oder in zwei Folgen, aber dann ja, bin ich heute wieder dabei, Allianz Arena die Kurven zu machen, und dann, wie ich schon sagte, sehen wir demnächst, was wir als Map mal bauen. Und ja, das war schon wieder. Schönen Sonntag wünsche ich euch alle. Und ja, baut mal schön weiter, ne?